Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute möchte ich über den Bereich der Kinderbetreuung und den Schulbereich berichten. In der Gemeinde Neunkirchen-Vörden werden zurzeit 4 Kindertagesstätten betrieben. Die beiden Einrichtungen in Neunkirchen werden durch die katholische Kirchengemeinde St. Viktor in Demme betrieben oder getragen, wie man im Fachjargon sagt. Die beiden Einrichtungen in Vörden werden durch die katholische Kirchengemeinde St. Paulus Vörden getragen. Mit beiden Trägern arbeiten wir gut und vertrauensvoll zusammen und auch mit den Leitungen der Einrichtungen sind wir in einem ständigen Austausch. Durch die steigenden Einwohnerzahlen der Gemeinde sind in diesen Bereichen jedoch einige Veränderungen notwendig. Im Jahr 2020 haben wir zu Beginn des Jahres an der Kita Regenbogen in Neunkirchen die 2. Krippengruppe in Betrieb nehmen können. Damit werden in dieser Einrichtung 4 Regelgruppen für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung und 2 Krippengruppen für jüngere Kinder vorgehalten. Die Kita Sonnenland in Neunkirchen wird ebenfalls auf den Gruppenstand der Kita Regenbogen gebracht. Dort wird zum 01.01.2021 mit einer Anbaumaßnahme eine zusätzliche Krippengruppe in Betrieb genommen. Ich denke, bei dieser Maßnahme haben die Planerin Maria Buschermühle, die Leiterin Claudia Lange und auch die Mitarbeiter des Familienbüros in der Gemeindeverwaltung gut zusammengearbeitet, damit die Maßnahme fristgerecht fertiggestellt werden konnte. Ich gehe davon aus, dass mit diesen Erweiterungsmaßnahmen an beiden Einrichtungen in Neunkirchen bautechnisch das sogenannte Ende der Fahnenstange erreicht ist. Weiteren Platzbedarf in Kindertagesstätten wird man dann über Neubaulösungen erfüllen müssen. Wir planen deshalb, in künftigen Neubaugebieten eine ausreichend große und verkehrsgünstig gelegene Fläche freizuhalten, auf der man im Bedarfsfall eine neue Kita errichten kann. Im Ortsteil Vörden ist die Situation etwas anders. Die beiden dortigen Einrichtungen sind kleiner als die Einrichtungen in Neunkirchen, sodass wir im Jahr 2020 dort schon konkret auf der Suche nach einer neuen Lösung waren. Als Zwischenlösung konnten wir Räumlichkeiten in der Seniorenresidenz Christophorus sichern, die bis zum Sommer so umgebaut werden sollen, dass dort 25 Regel- und 11 Krippenplätze entstehen und zum 01.08.2021 in Betrieb gehen können. Die Trägerschaft für diese Einrichtung wird der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsch übernehmen. Diese Einrichtung, direkt an einer Senioreneinrichtung, bietet aus meiner Sicht ein großes Potenzial für ein ganz besonderes pädagogisches Konzept und auch die Trägerschaft durch die evangelische Kirche passt sicherlich gut zu den konfessionellen Verhältnissen in Vörden. Klar ist jedoch, dass diese Zwischenlösung nur für einen begrenzten Zeitraum den Platzbedarf decken kann. Wir wollen deshalb eine neue Kita errichten, an die die Christophorus-Lösung als Außenstelle angegliedert werden soll. Ich erwarte da in 2021 eine Standortentscheidung und hoffe, nach Abschluss eines notwendigen Bauleitplanverfahrens auf einen Baubeginn Anfang 2023. Für alle Eltern von Kindergartenkindern gibt es aber auch Änderungen im Anmeldeverfahren. Waren Anmeldungen bisher nur bei den jeweiligen Einrichtungen möglich, so erfolgt das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2021 nunmehr online. Über die Homepage der Gemeinde Neunkirchen-Vörden kann das entsprechende Portal aufgerufen werden. So kann man sich bequem von zu Hause aus über die bestehenden Angebote informieren und dann seine Auswahl zielgerichtet treffen. Neben den Kindertagesstätten gibt es in der Gemeinde Neunkirchen-Vörden ein großes Angebot an Betreuungsmöglichkeiten durch Tagesmütter. Ob bei einer Einzelperson oder in einer der 4 Großtagespflegestellen. Für fast jede Bedarfssituation kann dort eine Lösung angeboten werden. Für eine Kontaktaufnahme stehen interessierten Eltern beim Bildungswerk der Berge ein Beratungsteam zur Verfügung. Kontaktdaten finden Sie auch auf unserer Homepage. Von der Kindertagesstätte zur Schule ist es dann auch im Leben nicht mehr weit. Und deshalb möchte ich auch über aktuelle Entwicklungen aus dem Schulbereich berichten. Die beiden Grundschulen in Neunkirchen und Vörden, so
sowie die Oberschule Neunkirchen-Vörden haben sich zu einem Schulverbund zusammengeschlossen, um sich besser abstimmen zu können und um die Übergänge von der Grundschule zur Oberschule für alle Beteiligten reibungsloser zu gestalten. Das kann ich nur ausdrücklich begrüßen. Davon profitieren letztendlich alle Schülerinnen und Schüler. Im vergangenen Sommer gab es eine Veränderung in der Leitung der Grundschule Vörden. Der langjährige Schulleiter Carsten Mühlmeier verließ die Schule, um vorübergehend als Dezernent an die Landesschulbehörde zu wechseln. Ob das dauerhaft so bleibt, ist natürlich noch nicht klar, aber zumindest eine sehr realistische Möglichkeit. Carsten Mühlmeier hat an der Grundschule Vörden viel bewegt. Offene Ganztagsschule, Unterricht in Jahrgangsbereichen und Mitgestaltung der Erweiterungsplanung waren vielleicht die Projekte mit der größten Aufmerksamkeit. Ich habe gerne und auch gut mit ihm zusammengearbeitet und wünsche ihm für die neue Tätigkeit viel Erfolg. Kommissarischer Schulleiter ist nunmehr Ben Bramlage, der im Leitungsgremium der Schule bereits einige Zeit mitgearbeitet hat und dadurch eine Konstanz an der Schule gewährleistet. Susanne Wellmann bleibt auf eigenen Wunsch als Vertreterin tätig. Das Land Niedersachsen hatte bereits zum 01.01.2017 eine Stelle für Schulsozialarbeit an der Oberschule Neunkirchen-Vörden bewilligt. In der zweiten Jahreshälfte 2020 kam dann die Mitteilung, dass auch die beiden Grundschulen mit einer Stelle für Schulsozialarbeit ausgestattet werden sollen. An der Grundschule Vörden sind bereits zwei Personen mit zusammen 30 Wochenstunden im Einsatz. An der Grundschule Neunkirchen läuft das Auswahlverfahren noch. Grund für diesen zeitlichen Unterschied ist die Stellenzuweisung zu unterschiedlichen Terminen. Da hat das Land Niedersachsen eine gute Entscheidung getroffen. Vielleicht hat aber auch geholfen, dass wir den Kultusminister in 2019 zu diesem Thema in der Gemeinde zu Besuch hatten. Mit Unterstützung der Bürgerstiftung ermöglichen wir auch erfolgreich eine Vernetzung der gemeindlichen Jugendarbeit mit der schulischen Sozialarbeit. Wir messen diesen Erfolg an einer größeren Besucherzahl der beiden Jugendtreffs in Neunkirchen und Vörden. Schön, dass das so ist. Die steigenden Einwohnerzahlen machen sich wenig überraschend nach dem Kindergartenbereich auch im Schulbereich bemerkbar. Allerdings wird die Bedarfsplanung durch die steigenden Inklusionszahlen und die flexible Einschulung für Kinder, die zwischen dem 1.7. und dem 30.9. geboren sind, doch deutlich erschwert. Seit einiger Zeit befinden wir uns in einer Planung für die Erweiterung der Grundschule Vörden. Nachdem im Herbst 2020 die Baugenehmigung erteilt wurde, sind die ersten Gewerke bereits ausgeschrieben worden. Momentan rechnen wir mit Kosten von 2,6 Millionen Euro für die gesamte Baumaßnahme und planen mit einem Baubeginn im Frühjahr 2021. Nach der Fertigstellung der Erweiterung folgt dann noch ein innerer Umbau im Klassentrakt und im Lehrerzimmerbereich. Diese Maßnahme wird uns sicherlich noch im Jahr 2022 beschäftigen. Wenn denn die Erweiterung der Grundschule Vörden auf den Weg gebracht worden ist, kann man sich im Jahr 2021 auch mit einer Planung für die Erweiterung der Grundschule Neunkirchen beschäftigen. Auch hier besteht ein Erweiterungsbedarf. Aufgrund der hier schon vorhandenen Barrierefreiheit hat man sich aber im Rat seinerzeit nachvollziehbar dazu entschieden, im ersten Schritt die noch nicht barrierefreie Grundschule Vörden zu erweitern. An der Grundschule Neunkirchen ist bereits eine durchgängige Dreizügigkeit räumlich möglich, sodass sich eine Erweiterung mehr auf den Fachraum- und Gruppenraumbereich erstrecken wird. Aber letztendlich wird das in Abstimmung mit der Schule ermittelt und sicherlich ist auch die zukünftige Entwicklung genau zu beurteilen, bevor man sich da festlegen kann. Diese Planung wird bestimmt eines der spannenden Themen des Jahres 2021 sein. Ob dann auch noch Erweiterungsbedarf an der Oberschule besteht, kann man zurzeit noch nicht verlässlich sagen. Für diese Möglichkeit ist aber auf jeden Fall bereits bei der letzten Erweiterung vorgesorgt worden. Durch die damalige Planung ist ermöglicht worden, relativ einfach fehlende Klassenräume anbauen zu können. Im vergangenen Jahr ist das Thema Digitalisierung ein großes Thema an unseren Schulen gewesen. Über Fördermittel des Bundes und des Landes
werden der Gemeinde Neunkirchenförden für diesen Zweck für einen Zeitraum von 2019 bis 2024 insgesamt 339.400 Euro zur Verfügung gestellt. Dieses Geld ist zum Teil schulgebunden zu verwenden, zum Teil auch von der Kommune nach eigener Entscheidung zu verteilen. Aktuell ist geplant, mit diesen Mitteln die Gebäudeverkabelung der Oberschule Neunkirchenförden komplett zu erneuern, um dort überhaupt die Grundlage für eine digitale Arbeit zu schaffen. Für die Grundschule Förden ist die Beschaffung von digitalen Tafeln über dieses Zuschussprogramm vorgesehen, während für die Grundschule Neunkirchen die diesbezüglichen Planungen und Überlegungen noch nicht abgeschlossen sind. Im Zuge der Corona-Situation sind für unsere Schulen aufgrund einer Förderung durch das Land die Beschaffung von Laptops und Tablets in einer Größenordnung von rund 27.000 Euro in Auftrag gegeben worden, um die Beschulung zu Hause zu ermöglichen. Als Liefertermin war die 49. Kalenderwoche angekündigt worden. Insgesamt sind wir meiner Meinung nach im Schulbereich sehr gut aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren viel Geld in Sanierung und Verbesserung der Räumlichkeiten investiert. Das zahlt sich jetzt aus. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bitte bleiben Sie alle gesund.